So, und damit willkommen zum Rennen bei F1 2016 in Italien, in Monza, zusammen mit dem Fresh Fries und dem Onkel Poppy. Hallo! Hallo! Ja, ja. 30 Sekunden jetzt los. Keine Zeit hier verschwenden. Das sind alles Kackstrategien. Meine Supersoft-Reifen sind sehr abgefahren. Hier stark auf viele Reifen und viele Stops. Ja, ich werde eh noch einen Extra-Stop wahrscheinlich machen müssen. Ich habe gehört, das kommt davon, dass meine Reifen immer so abnutzen, weil ich über die Curves fahre so oft. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon festgestellt. Nee, das habe ich bei mir aber auch schon festgestellt. Dass je häufiger du über die Curves fährst, desto extremer deine Reifen tatsächlich sich kaputt gehen oder abnutzen oder so. Ja, ist ja auch logisch irgendwie. Fahren wir mal gar nicht mehr mit den Curbs, oder? Ja, am besten noch die erste Schikane auslassen, wenn man gerade aus, dann passt das schon. Na, gibt doch dann keine Strafe bestimmt. Die sollten geradeaus, wenn du geradeaus fährst, eine Sprungschanze einbauen. So ein Looping oder so wahrscheinlich. Ja, genau. Customer! Zu viel GTA gespielt, oder? Ja, genau. Wobei, wollte ich tatsächlich machen. Es gibt da dieses neue Update. Ja, ja, gibt das neue DLC. Und da war ich gestern drauf aus, mir Kit zu holen. Ich wollte auch mal die Kit haben. Ja, weißt du, wie teuer das Gedöns ist? Habe ich dann auch festgestellt und gedacht, okay, mit 100.000 kommst du nicht weit. Kannst du dir mal für ein paar 100 Euro so Karten kaufen, diese Geldkarten, dass du Geld hast. Genau. Aber so dicker habe ich es auch nicht. Nicht? Und doch, ich kann dir meinen Donation-Link schicken. Könnte ich dir sogar auswendig sagen. typestream.com/freshrice90/donation. Das ist ja sogar mein Link einfacher. Wie heißt denn deine? gib.dosengedose.de. Oh, schön. Gibt es einen Service von Gib oder was? Nö, ich hab die Domain einfach so genannt. Leitet auch auf Typestream um. Ja, ja. Ich dachte, du hättest jetzt voll den revolutionären Service am Start Nein. Irgendwie alle mit Typey rumhantieren, weißt du? Steht ihr schon in eurer Parkposition? Jetzt. Oder was? Ah, fast. Ich rolle noch drauf. Dann bin ich gar nicht so weit weg. Denn ich komme schon angefahren aus der letzten Kurve. Das ist wie gleich beim Rennen. Da bin ich auch schon 10 Jahre vorher schon wieder am Stehen, weil ich im Ziel bin. Mein Ziel. So, darf ich mal hier durch? Überrundung incoming, sage ich nur. Darf ich mal durch? Vielen Dank. Nein, darfst du nicht. So, ich bin ja mal gespannt. Ich habe ja in Monza hier immer schlechte Erfahrungen mit der ersten Kurve. Erfahrungsgemäß werde ich hier immer abgeschossen. Also von hinten so angebufft, weißt du? Das ist erfahrungsgemäß bisher. Ja, aber nicht bei den Computergegnern. Nee. Ich hoffe es mal nicht. Aber ich hoffe es auch nicht, dass ich derjenige bin, der. Dose fährt den höchstens rein, weil die so schnell bremsen oder so. So, Freunde der Nacht, der große Preis von Italien Monza ist freigegeben. Eröffnet. Ging schnell heute. Ja, das muss ich echt sagen. Deswegen kam Poppy auch nicht so gut weg. Hamilton ist schon vorbei. Nö. Doch. Nö. Doch, Hamilton ist auf 2. Alter! Und wollte auch direkt an mir vorbei. Und ich wurde wieder angerempelt. Alter. Krass. Aber bist gut weggekommen. Dose auf 4 oder was? Ja, nachdem der Verstappen den Poppy angerammt hat, ist der schlecht aus der Kurve raus. Ich hab's doch gesagt, das ist nicht mein Rennen hier, man sagt. Also, aber hier kann ich wenigstens nicht so abfliegen wie in Spa. Na, das kriegen wir noch hin. Arbeit mal dran, ja? Naja. So, jetzt schnell von der einen Sekunde wegkommen von Hamilton. Na, gar nicht so leicht da wegzukommen, aber ist schon ein bisschen Platz zwischen. Das ist ein bisschen was anderes, ne? Vollen Auto. Ja. 29% vorne links, naja. Schon? Oh, 35. Oh, 52. Man merkt, Dose ist ein paar Runden mehr gefahren. Solange halten wird der Reifen nicht,
aber alles gut. Mein Boxenstopp-Fenster ist schon geöffnet. Ja, hat er echt? Schon gesagt. Der Pit-Window ist open, hat er mir auch schon gesagt. Meins noch nicht. Was ist denn da bei euch dann los? Die Schikane habe ich super genommen. Du hast wahrscheinlich die normale Strategie genommen, ne? Ich habe ja die mit den 100.000 Stops genommen. Na, ich habe auch die erste Stops Strategie ich genommen auch. mit einem Stop weniger. Echt? Ich nicht. Aber wie gesagt, die Reifen sind halt hier schon ziemlich kaputt. Also cool. Da war Windschatten im Weg. Im Weg? Windschatten im Weg. Na gut, den lässt man sich total unterschätzt. Da ist auf einmal Himmel in dem Getriebe hinten drin. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan arbeiten? War so ungewohnt. Aktuelle Bearbeiten! Kommen Sie jetzt rein. Ich muss das echt zweimal sagen, ne? Beim ersten Mal hat er nichts gemacht. Der Metten zieht gleich an mir vorbei wahrscheinlich. Ja, sieht so aus, ne? Der rechts vorbei. Der ist voll aggro, der Typ. Der will doch nur spielen. Na, er kommt doch nicht vorbei. Was will er tun? Ranfahren und auf DRS fahren. Poppy ist auch dran, ne? Das DRS ist jetzt aktiviert und Poppy fährt schnell zurück. Poppy ist direkt neben ihm. Was? Er schiebt mich an, oder? Nee. Ich bin in. Du bist in? Ich bin in. Ich bin immer in. Jetzt habe ich Poppy zwischen uns, das ist gut. Der kommt aus den Lesmos nicht gut raus. Ich bin rechts. Er will innen vorbei, was ist mit dir? Habt ihr da vorne Spaß? Ja. Poppy übertreibt wieder, er muss jetzt in die Box. Das stimmt allerdings. Nein, Reifen schon an vorne links, nein. Nein. Jetzt schon? Ja. Ja, okay, du bist nicht in die Box gefahren, ne? Aber ich hatte 65%, als ich über Stadtziel gefahren bin. Was hast du wieder gemacht, Papi? Rallye gefahren. Und auf einmal bist du vorher weit weg und Hamilton an den Tränen. Da, es ist ein weiter Weg an die Box, ein ganz Das ist ein Weg. Richtig weiter Weg, ja. 12. Alter, 13. der dreht sich, ohne Witz. Änderung bestätigt. Fahr jetzt auch an die Box, du brauchst ja noch ein bisschen, ne? Ich brauche noch ein bisschen das, ja. In der Zeit warst du dreimal in der Box erscheinen. Du willst jetzt nicht reinfahren. Boah, der war knapp. Alter, der war Strich, war ich grün. Geil. Fuck, ey. Macht schneller, Jungs. Was ist denn hier? 2,5. Alter, das gibt's doch gar nicht. Wie viel hast du gebracht? Mann, wir sind zeitgleich wieder losgefahren. Wie fährst also, du? War eine Idee schneller, Ivo. 2, was? Ich hab nicht auf Uhr geguckt. Stand doch da immer noch gerade. Nein. Das stand da 10 Jahre. Bei mir steht das nicht. Warum nicht? Weil das bei mir nicht steht. Oh, schön mindestens einen zwischen ich uns einen platziert. Ich hab einen italienischen Rennstall. Zwei sogar zwischen uns. Oh, einen hast du da stehen lassen, oder wir was? Wir nähern uns dem Box. Ja, wechseln die Reifen gerade langsamer. Wie lange brauchen wir den Reifen zu wechseln? 4,1 Sekunden. Ich war gerade 4,1? Wir nähern uns dem Boxenstopp, wenn der bist du blöd. Hat was hast du nur für Reifen gehen? Bekommen, Poppy? Neue. Oh, Alter. Welche Farbe? Oh, Poppy neben der Strecke. Ja, ich wurde gedreht. Rot bekommst du nochmal? Wurde tatsächlich gedreht und ich bin 20. Oh Mann, wie ärgerlich. Ja, genau, wie ärgerlich. Das nehme ich dir auf. Ja. Glaubst du mir das nicht? Nein? Nein. Richtig ärgerlich, wenn das Poppy der 20. ist. Hab mich so gefreut, dass du so nah an mir dran warst, weißt du? Da waren und Kurve abgekürzt, macht nichts. Gleich kommt die Strafe. Teamkollege ist in der Boxen lassen. Fährst du mal hier, Kollege? Oh, Alonso! Der ist... Tschu! Oh, Massa. Will aber nicht im Benzinsparmodus fahren, Mann.
Na gut, da sind wir schon wieder auf 11. Wirklich als Benzin zu sparen. Danke. Auch noch Benzin sparen? Was hast du denn mit deinem Benzin gemacht? Loch im Tank oder was? Echt, so nur sparen? Ich hab zu viel. Ich hab minus 1,98 Runden. Kollision mit Massa verursacht, angeblich. Top Story. Bin einfach total regelkonform vorbeigezogen. Hab mich nicht fast gedreht dabei. Irgendwer hat sich hier vor den Lesmo-Kurven gedreht. Echt? Ja, warst du das? Naja. Ich habe plus 1,09 Runden. Ich habe plus 1,29. Ich merke schon, das wird eine anstrengende Runde hier, du. Ja, easy wird das nicht. Alter Falter. Wir sind hier zu dritt nebeneinander, ja. Er will noch hier vorbei. Was ist mit ihm? Das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Vierter bin ich schon. Wie viel Prozent hast du deine Reifen, bitte? Er hat die rot nochmal genommen. Du hast aber nochmal rot. Ja, die zweimal sind aber rot. Neu. Ja, aber zweimal rot. Wie viel Prozent haben die schon? 30 bestimmt? War die Strategie doch für den Arsch? Keine Ahnung, zweimal rot ist halt immer so. 19% habe ich nur. Also ich krieg auch nochmal rot, aber ganz am Ende halt. Yeah, ich bin an Massa vorbei. Juhu. Yeah. Zwölfter? Nicht mehr letzter. Ich bin Vierter gerade. Wird das die WM-Führung, Freunde? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Extra nicht überholt hier, weil sonst hätte ich garantiert eine Strafe bekommen. Weil der viel zu früh gebremst hat und ich bremsen musste, das ging gar nicht. Wieso muss ich diese Runde reinkommen? Ist so blöd? Will ich aber nicht. Doch, musst du. Nein! Die Taktik sagt es. Ich würde der Taktik vertrauen. Taktik ist die Melde TikTok. Ah ne, umgekehrt, ne? Tschüss, Saints. War schön mit dir. Ignoriere jetzt einfach mal die Boxen. Mach jetzt mal den Kimi rein. Er ignoriert einfach. Jetzt auf den Lewis Hamilton machen. Bill, das ist ja dafür müsste er dich dann noch ausbremsen. Leave me alone, I know what I'm doing. Genau. Originalzitat von Kimi Räikkönen. Ich möchte hier aber eigentlich entgegensetzen, dass ich Kimi Räikkönens Auto fahre. Kannst du nicht machen hier. Er fährt Vettel oder was? Nein, das geht so nicht. Ja, ich müsste mich eigentlich immer beschweren, ne? What is he doing? Stupid guy. Come on, blue flags. Ja, ich weiß, wenn ich nochmal abkürze, dass ich eine Strafe kriege. Ist gut. Dann kürzt doch nicht ab. Würde ich aber. Ja. Ich hab schon extra abgebremst in der Kurve, um nicht abzukürzen. Es war wohl nicht abgebremst genug für die liebe Rennleitung. Ohne Witz, ne? Ich habe eben die gleiche Kurve abgekürzt, wie ich sie schon mal abgekürzt habe. Da habe ich eine Verwarnung, also eine Anzeige gekriegt. Hier kurze abgekürzt, Verwarnung und so, ne? Mhm. Jetzt war gar nichts. Natürlich. Mal gerade fragen, wer gerade schnellste hat. Wer die schnellste? Keine Ahnung. Jemand, der mich nie erwischen wird hier. Welche Reifen hast du gerade, Papi? Immer noch rot? Ja, du musst in die Box, ne? Nein, muss ich nicht. So, der sagt das schon die ganze Zeit. Vielleicht schließt das Boxenfenster und dann stellen die sich da nicht mehr hin, ne? Ja, machen sie die Tür wieder auf. Ist so. Nee. Doch. Nee, das meine ich nicht. Doch. Frag mal Dose, der hat damit schon Erfahrung. Ist die Tür einmal zu, ist die Was Tür zu. Was für eine Strategie schlägst du mir denn vor, Jeff? Lass hören, Jeff. Warum das in den ersten Stunden gesagt, wir haben eine Strategie für dich, bevor dieses Strategiefenster unten angezeigt wird?
Ja, wir haben eine Strategie. Ja, manchmal ist das echt irgendwie Hand erlesen, die musst du einfach nehmen. Wie so schlechten Wein verkaufen. In Italien wird ein guter Wein verkauft. Hoffen wir, aber viele Weine sind trotzdem wahrscheinlich kacke. Natürlich sagen die bester Wein und was weiß ich. Du sollst ja auch nicht den Wein von deinem italienischen Ringdienst essen, trinken, meine ich. Von meinem was? Von deinem italienischen Ringdienst. Ja, den kannst du direkt wegschmeißen. Was war das eigentlich mit dem besten Ringdienst, der bei euch gewählt wurde?